Hallo meine Freunde, willkommen zurück zur nächsten Ausgabe unseres erfolgreichen Football Managers 2018. Erfolgreich im Sinne von sportlich, wie wir hier auftreten. Vor allem jetzt auch das letzte Spiel, konnten wir 2-1 gewonnen gegen Milan, also in Mailand, gegen die italienischen Traditionsvereine, großen AC Milan und haben uns damit natürlich eine unglaublich gute Ausgangsposition für das Rückspiel sichern können. Das Rückspiel findet statt in genau 3 Wochen. In 3 Wochen und einem Tag. Also 22 Tage, genau. Davor haben wir noch 3 Bundesligaspiele gegen auswärts in Leipzig, zu Hause gegen Pauli und auswärts in Hannover. Also kommt jetzt das Auswärtsspiel in Leipzig. Wieder ein schwieriger Gegner, ein starker Gegner, wieder ein Auswärtsspiel und wieder ein wichtiges Spiel im Sinne von, die sind halt Zweiter in der Tabelle und 8 Punkte hinter uns. Also bei einem Sieg 11 Punkte, ja, da kann man schon mal sagen, wenn die es unglaublich schwer haben, wieder an und rankommen zu können. Aber um da gut abliefern zu können, müssen wir natürlich eine Top-Leistung liefern, weil Leipzig hat die letzten 7 Spiele gewonnen. Ich glaube vielleicht jetzt sogar 8 Spiele, ich weiß nicht genau. Und ja, Vitus Eichler kommt dann zur neuen Saison mit unser neuer Ersatzkeeper. Genau, ist ein solider Zweitliga-Keeper, wie gesagt. Und mehr brauchen wir ja nicht als Ergänzungsspieler. Der soll ja auf der Bank sitzen. Und ist das Gerät auch damit zufrieden? Hat überhaupt noch irgendwelche Bedenken? Nee, perfekt. Hätte extremely gut. Moral. Die Moral ist jetzt extrem gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Endlich mal wieder. Fehlt nur noch Leon Goretzka, der unzufrieden ist, weil er nicht wechseln darf zu den Bayern. Oder allgemein zu einem größeren Verein, als dass wir es sind. Er will zum FC Bayern München wechseln, da dies Teil seines Karriereplans ist. Das ist sein Karriereplan? Okay, gut zu wissen. Aber vielleicht wird er ja das mal verstehen. Dass es vielleicht besser ist oder seinen Karriereplan mal überdenkt. So. Schalke mit einem wichtigen 2:0. Der HSV wird schwer haben, da rauszukommen. Und Bielefeld und Pauli, darüber will ich gar nicht versprechen. 9 bzw. 10 Punkte. 23 Spielen. Und auch der HSV 16 Punkte. Ja, die sind wahrscheinlich wirklich zu Recht da, wo die gerade auch sind. In Leipzig werde ich wahrscheinlich mit der identischen Elf spielen, wie auch das letzte Spiel. Bayern konnte gewinnen, okay, 1:0. Damit müssen wir nachlegen. Wäre auf jeden Fall not bad. Nicht schlecht. Christian braucht noch 1 bis 3 Tage, ist ja schon. Also gegen St. Pauli könnte vielleicht einen kurzen Einsatz kriegen. So, und wie gesagt, ich werde jetzt mit dieser L weiterspielen. Ja, genau. Die hat das sehr gut gemacht, vor allem voran Goibels, der jetzt erstmal vor Gerrit spielen darf. Ich hoffe, dass Gerrit jetzt nicht wieder bald unzufrieden wird, weil er mal zwei, drei Spiele nicht von Anfang an ran darf. So. Jo. Oder? Kondition ist perfekt. Bei jedem mindestens bei 96%. Also kein Problem. Jetzt hoffe ich, es ist genauso eine gute Leistung wie gegen Milan. Dann dürfte es klappen. Mit einem Ergebnis, welches es uns zufriedenstellen wird. Uns alle.
Der erste Vorstoß von Leipzig, aber Pasler kann klären. Ja, wir sind alle motiviert. 4 Spieler von uns. Schön. Sowas sieht man gern als Trainer. Buh! Elfmeter! Oh, Timo Werner sehr schnell. Sehr gut, Leno. Gut pariert. Wie viele Tore hat Werner diese Saison? 16 Tore, 13 Vorlagen. Weiter. Und so viele Vorlagen vor allen Dingen. Das ist unglaublich. Achtung, noch nicht so einfach. Das kann doch nicht wahr sein. Bisschen enger decken hier den Timo. Das darf nicht wahr sein. Och, hier kommt. Och. Was für ein bescheidener Start von uns. Sagen wir es mal so. Kommt ja gar nichts. Nicht rein. Ja gut. Bisschen witzig, aber auch ein bisschen traurig. Und vor allem frustrierend. Bei diesem Spielstand. Ach. Immerhin Chancen, die wir uns jetzt erspielen. Immerhin. Die ersten Minuten gehörten ganz klar Timo Werner. Ich sage explizit Timo Werner und nicht RB Leipzig. Weil der hat ja alle Schüsse freigespielt. Also genau wie jetzt. Ja, klar. Klaro. Immer noch. Ich glaube, ich hole mir Timo Werner. Der wird mein neuer Stürmer. Egal, wie viel er kostet. Och, dann so eine Weltklasse-Parade von Lafont. Das kann nicht wahr sein. Ah, das ist wohl ein geschenkter Tag. Heute. Das kann man im Nachhinein immer so sagen, aber ich hatte es schon so ein Gefühl, dass es heute vielleicht kein gutes Spiel werden wird. Wenn nicht viele schon sagen, naja, kann man immer sagen, ne? Aber war halt so. Ich weiß, was ich gefühlt habe. Ich dachte mir, so ein Auswärtsspiel gegen Leipzig wird vielleicht nicht so einfach. Aber wenn man sich mal die Statistiken ansieht, wird jetzt sogar besser. Nur was zählt, ist, was oben links steht. Und da ist bei uns eine 0 und bei denen eine 2. Zwei zu 0 für Timo Werner. Und ich meine das gerade ernst mit, ich kaufe mir Timo Werner. Ich will mal angucken, wie teuer der ist. Da bin ich auch gerne bereit, ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen, wie man so schön sagt. Weil so wird er die ganze Zeit hier davon spaziert, in seiner unfassbaren Schnelligkeit. Na gut, Ober ist auch nicht gerade langsam, klar, aber schon nicht mehr der Jüngste. So, komm, Rix. Rix. Komm, Rick. Und Isaac. Vielleicht wird das ja noch was mit dem Unentschieden.
Wir spielen uns ja immerhin eine Menge Torchancen. Ich hatte mit der Flanke wirklich die Latte getroffen. Wenn er nach am Ende reingegangen wäre, ne? Ich hätte Weigels linken Schuh aufgegessen. Och, da geht das noch auch rein. Ja, okay, das macht jetzt. Gut, das war's. Braucht ihr mal Spielpraxis? Ja, Götze, ne? Goretzka ist gelb. Dann gelbe Karte. Dann geht er mal raus. Was war das denn? Was war das denn? Komm, spielt mal ein bisschen hier. Kontrolle. Damit es jetzt nicht noch schlimmer hier aussieht. Später. Ein geschenkter Tag. Unfassbar. Unfassbar. Och man, Leute, da geht glaube ich kein Ball mehr rein. Bevor ich es vergesse, ich muss direkt mal hier Spieler beobachten. Ich gerne einen Bericht haben will. Ist nur die Frage, wenn man ihn nur als einzelnen Mittelstürmer spielen lassen würde, hätte er natürlich nicht so viel Platz. Da ist so die Frage, würde er da genauso gut funktionieren wie als wie bei einer Doppelspitze, wo man dann natürlich deutlich mehr Platz hat, weil unter anderem auch Augustin oder wer auch immer dann noch im Sturm ist in Leipzig. Ja, Dembélé auch nur da ist und die Verteidiger konzentrieren sich auf beide Spieler. Damit hat man als Timo Werner natürlich mehr Platz. Wer ist denn Haug? Julius Haug. Ah, der, okay. Wobei, der haben wir nicht schon mal gescoutet? 5 Spieler, 5 Tore, 2 Vorlagen, 18 Jahre. Auch talentiert. Sehr talentiert. Ich beobachte ihn mal. Direkt mal beobachten. Da war die Chance von Hauk.
Anna, bitte nicht gegen den zukünftigen Arbeitgeber ein Tor schießen. Zukünftiger Arbeitgeber, ich bin mir schon sicher. Übrigens ein Tor für uns. Hätten wir uns auf jeden Fall verdient. Wir hatten mehr Schüsse. Okay, zwei, ja gut. Aber och, Manno. Borussia Dortmund 0. Timo Werner 4. So ein langer Ball nach vorne, Werner kriegt den Ball. Ja gut, ich laufe mal vorbei. Darf ich mal kurz vorbeilaufen? Ja? Doch, danke. Jetzt haben die Gleis gezogen in Sachen Differenz, Tordifferenz. Unfassbar. Ich kann mich schon mal verabschieden von dieser Folge, denn wenn das Spiel vorbei ist, ist jetzt auch die Folge natürlich vorbei. Über das Spiel selbst muss man nicht viel sagen, außer schade. Oh, vielleicht jetzt noch ein Tor? Ne, gut. Jedenfalls, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch lassen. Ich wüsste jetzt nicht, warum euch die Folge gefallen haben sollte, außer dass es vielleicht ein bisschen spannender geworden ist in den Sachen Bundesliga. Aber ansonsten, schade. Schokolade. Oh, ja. Ansonsten in der nächsten Episode morgen um 13 Uhr. So. Schon die Worte sammeln. Gibt es dann das Heimspiel gegen den FC St. Pauli. Den Tabellenletzten. Genau. Wird es auch nicht mehr ändern. Und ja. Gut. Wir sehen uns dann. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.